Wir am Standort Besigheim sind vor allem dafür bekannt, dass wir das Kompetenzzentrum sind für Automotive. Wir speziell produzieren Sonderlösungen für die Kunden und zudem sind wir Leitwerk vor allem für PKD, Additive Manufacturing und mechatronische Systeme. CERATIZIT unterstützt uns dieses Jahr bei der Fertigung unseres Wheel Packages. Sie fertigen für uns den Radträger, das Statorgehäuse und auch die Bremssättel. Wir sind sehr dankbar für diese Unterstützung, da wir dadurch die Möglichkeit haben, unser Wheel Package sehr klein und sehr leicht zu dimensionieren, damit wir alles in die eigens gefertigte und eigens entwickelte Carbonfelge packen können. Wenn man die vier Bauteile anguckt, sind besonders interessant für uns die Bremskolben und die Bremssättel, weil sie dieses Jahr aus Titan hergestellt werden und nicht aus Aluminium. Eine große Änderung bei dem diesjährigen Fahrzeug, dem 13 des GreenTeams, war, dass wir nochmal mehr Entwicklungszeit in die ungefederten Massen gesteckt haben, gerade in die Reduzierung dieser. Und da wir dieses Jahr auch die Möglichkeit haben, durch CERATIZIT Titanzerspannung zu verwenden, konnten wir im Bereich der Bremssättel nochmal kleiner und effizienter werden. Gerade im Motorenbereich brauchen wir ein sehr robustes Gehäuse, was allerdings auch für Kühlperformance sorgt. Durch den Partner CERATIZIT haben wir die Möglichkeit, eben sehr dünnwendige Bauteile zu fertigen, weshalb wir gerade im Gehäuse auch nochmal Gewicht einsparen konnten und eben hohe Genauigkeiten erzielen können, gerade im Lagersitzbereich. Also neben Besigheim sind Kempten und Sheffield, also England, involviert. Und meine Aufgabe sozusagen darin ist es, die Schnittstelle zwischen den Standorten zu bilden und als Ansprechpartner für die jeweiligen Standorte zu dienen. Hello, my name is Stephen Pennington. I'm a projects engineer based in Sheffield and I'm project lead for GreenTeam 2023. So we're currently in the CERATIZIT Sheffield Tech Centre. We've got a workshop filled with all variety of machines, got an office upstairs and we've got a meeting room. And we primarily do customer training days and international colleague training days. We also do customer projects relating to tooling selection, programming support, fixture design and fixture manufacturing. And we also offer complete turnkey project packages. So CERATIZIT mainly supports the Green Team with the production of automotive parts. So we've got the upright, the stator housing, the brake pistons and the brake calipers this year. So I think there was 24 parts last year, whereas this year we have 44. So the number of parts we had to make was almost double. So yeah, there were quite a few challenges with some of the geometry of the parts. With them being FEA optimized 3D prints, there's quite a few areas that were kind of enclosed. So using traditional end mills to get in there where it wasn't an option. It was very important, especially for machining the titanium parts. Frankly, just because it's quite a difficult material to machine, it's difficult to get it chipping right. So lots of different tools were required to fill the job. It was quite a challenge, but we got there in the end. So yeah, I'm very pleased to it. And I've learned a lot from the experience as much as all the team will have as well. So after all the effort we've all collectively put into the project, I'm just really, really excited to see the parts work in action, the car finally unveiled, and finally shoot off down the track, hopefully to victory.